Freunde. Hier seht ihr meine beiden Luftgewehre. Das eine ist von Hämmerli und das andere ohne Zielfernrohr ist von Baikal. Das Hämmerli habe ich mir erst vor kurzem gekauft. Und da werde ich heute mal den Schusstest machen, den ich letztens noch versprochen habe. Auf eine Blechdose auf 10 Meter Entfernung. Und mal gucken, was die Dose dazu sagt, ob die Dinger da reingehen. Ich werde also mit Spitzkopf Diabolos schießen. Ja, und dann will ich mal gucken, was da passiert. Ne? Ja, mit dem Baikal werde ich auch demnächst nochmal einen Schusstest machen. Um mal zu sehen, wie das so im Vergleich zum Hämmerli ist. Also eins kann ich schon mal vorweg sagen, das Hämmerli ist schwerer und lässt sich auch schwerer spannen als das Baikal. Also wahrscheinlich ist da wohl eine andere Feder drin, nehme ich mal stark an, aber da wir ja sowieso in Deutschland kastriert sind, ne, gehe ich mal davon aus, dass vorne eh nur 7,5 Joule rauskommt. Ne? Mehr ist ja nicht erlaubt in Deutschland. Ja gut, dann würde ich mir das gleich mal schnappen und dann mal gucken, was die Dose dazu sagt. Ne? So, also das ist jetzt hier die Dose, die habe ich mit Wasser gefüllt und da werde ich gleich mal drauf schießen und mal gucken, was da passiert. So, das sind jetzt hier diese Spitzkopf-Diabolos. Welche Firma das ist, weiß ich leider nicht mehr. Da habe ich mal den Deckel abgemacht und abgerissen. Papier und habe ich auch schon lange. Daher kann ich wirklich nicht mehr sagen, welche Firma das war. Auf jeden Fall sehen die nicht schlecht aus, die Teile. Naja, werden wir gleich mal sehen, wie die da reingehen. So, also ich werde jetzt mal 3 Schuss machen und dann können wir dann mal gucken. Schon mal ganz schön Wumms drauf. Wollen wir mal kurz gucken. Mal gucken, was da passiert ist. Also die Dose war mit Wasser gefüllt. Also das wundert mich jetzt, dass die da runterfliegt. So. Ich hoffe, der Fokus spielt jetzt hier mit. Also ein Loch ist auf jeden Fall drinne. Beziehungsweise die andere ist so ein bisschen angerissen. Das wundert mich jetzt, dass die eine nicht reingegangen ist. Aber die ist auch irgendwie genau auf die Naht gegangen hier. Hier direkt auf die Naht. Deswegen wahrscheinlich. Da ist ein bisschen mehr Stabilität. Aber die andere ist reingegangen. Ich werde gleich nochmal drauf schießen. Mal gucken, ob die da so problemlos reingeht. So, dritter Schuss. Mal gucken. Wird auf jeden Fall runtergeschossen vom Teil, vom Holzklotz. So, wollen wir mal gucken. Ja, also die ist quasi auf der anderen Seite wieder raus. Oh, oh. Ja, also die ist hier rein. Mal kurz gucken. So. Ja, die ist hier rein. Und auf der anderen Seite wieder raus. Also nicht schlecht, ganz schön. Die hat ein richtiges Loch hier gerissen, wie man sehen kann. Also die Teile, die sind echt. Ja, möchte ich also nicht abbekommen, so ein Ding. Selbst bei 7,5 Joule, dass sie durch zwei Wände geht quasi.
Das ist schon, vor allem, die hat hier ein richtiges Loch gerissen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, kann man das vernünftig sehen? Ich hoffe, dass er vernünftig hier fokussiert, der Knabe. Ja, und hier auf der anderen Seite ist er quasi wieder rausgekommen. So. Fazit möchte ich mal sagen, nicht schlecht. Kann sich sehen lassen. Ja, und demnächst werde ich dann nochmal mit der Baikal schießen. Aber ich denke mal, dass sich da nichts großartig anders ist. Weil ja eh nur 7,5 Joule rauskommt. Ne? Aber man sieht, also gut, also diese Diabolus, die sind auch echt klasse. Also die gehen wirklich super gut rein und wieder raus auf der anderen Seite. Müsste man nochmal mit Flachkopf-Diabolus ausprobieren. Wie die reingehen und wieder rauskommen, ob sie überhaupt reingehen. Also, ja. So, jetzt will ich mir die Dose nochmal genau angucken. Und zwar, der erste Schuss ging ja hier rein. Der ging quasi rein in die Dose. Ein Loch geschossen. Der zweite ging dann hier auf die Naht. Da ist er nicht durch. Da ist die Dose auch logischerweise wahrscheinlich stabiler. So, und dann habe ich die Dose einmal gedreht, genau hier so. Und hier ging er dann rein. Und auf der anderen Seite kam der Spitzkopf, die haben wohl wieder raus. Also der hat dann hier quasi schon ein ordentliches Loch gerissen, muss ich sagen. Das hätte ich also gar nicht so vermutet. Also der erste ging ja rein, aber da ist eben, wie gesagt, kein Durchschuss komplett durch die Dose. Und der dritte, der ist dann einmal rein und auf der anderen Seite wieder raus. Das ist also schon ganz schön, da ist also schon ganz schön Wumms hinter, würde ich mal sagen. Ja, also bei diesen Spitzkopf-Diablos, die sind wirklich also nicht schlecht. Ja, und die Flachkopf, die muss ich dann auch nochmal ausprobieren. Demnächst. Was da dann passiert. So, Freunde, ich werde das jetzt doch mal versuchen. Und zwar werde ich jetzt mal mit den Flachkopf-Diabolus schießen. Die sind hier von Umarex. Und dann bin ich mal gespannt, ob die da reingehen. Werde ich gleich mal die Löcher hier markieren, damit ich weiß, wo was reingegangen ist. So, also ich schieße jetzt mit dem Flachkopf-Diabolo. Ich bin gespannt, was passiert. Hin. Mal gucken. Oh ja, also die gehen auf jeden Fall auch rein hier. Schöne Delle, der hat so ein richtiges Loch gerissen hier, der kleine Knabe. Oha. Na, das hätte ich jetzt nicht so vermutet, also die habe ich alle markiert hier, die anderen Teile, wo ich mit dem Spitzkopf geschossen habe. Aber Flachkopf-Diabolus gehen auch rein. Die gehen also ohne Probleme in die Dose rein. Ja, und der hat sogar ein ganz schönes Loch gerissen, da muss ich sagen. Also hätte ich jetzt nicht gefunden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man nochmal so reinguckt. Doch, ganz schön. Also, ja, Flachkopf wie Spitzkopf, die haben los, gehen da problemlos rein mit der Hämmerli. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.